Diese Kreatur ist etwas ganz Besonderes, denn sie kann schon aus der Entfernung Gegner angreifen. Ich schlage vor, dass du dir ihre Angriffsreichweite anschaust, bevor du ihr einen Laufbefehl gibst. Pusten wir sie ab! Mit der Reichweite dieses Angriffs kannst du sogar über Abgründe hinweg angreifen. Das funktioniert allerdings nur, solange nichts im Weg steht. Stabil. Mit dem Kopf durch die Wand. War wohl doch nicht aus Stein. Teile räume ich aber nicht weg. Das gehörte hier sowieso nicht hin.
gedacht, Stein wäre stabiler. Sieg für mich!